das hier ist meine Schultasche. Ich habe sie relativ minimalistisch gepackt, dass ich wirklich nur das dabei habe, was ich brauche und nicht abgelenkt werden kann. Heute zeige ich euch, was das ist. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es mal ein What's in my bag Tag, also ein Video, wo ich euch zeige, was ich alles für die Schule mitnehme. Ich habe hier diese große Tasche. Es ist wirklich eine ziemlich große Tasche, wo alles reinpasst und ich liebe sie total, weil zum einen ist sie in schwarz, das heißt, sie passt zu allen möglichen Outfits. Des Weiteren ist sie ziemlich groß, sodass mein Laptop und mein iPad beide reinpassen. Und mein Laptop ist ziemlich groß, ich zeige es nachher noch. Sie ist relativ einfach gehalten. Das heißt, es gibt nur ein großes Fach hier drin und ein kleines Fach mit einem Reißverschluss, wo man noch kleinere Sachen reintun kann. Ich habe gefühlt schon alles ausprobiert. Früher hatte ich diesen Schulranzen, diese ganz normal, auch diesen, den man ziehen konnte noch in der Grundschule. Da hatte ich nochmal Rucksäcke dabei, mal Handtaschen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass so eine große Tasche mich am besten funktioniert. Ich persönlich schreibe auf meinem iPad mit, weswegen ich auch logischerweise mein iPad dabei habe. Das ist dieses hier. Ich habe das iPad Pro. Dazu gibt es auch schon ein Video auf meinem Kanal, wo ich ganz genau erklärt habe, was ich alles darauf mache und wie ich vor allem auch meine Notizen anfertige, weil es auch ein ganzes Konzept für sich ist. Ich hatte das Ganze in so einer Hülle, die habe ich einfach bei Amazon gekauft, also eigentlich nichts krass Besonderes, wo es noch eine Tastatur gibt. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich tatsächlich das Tippen immer noch an meinem MacBook präferiere und nicht so gerne auf dem iPad tippe, einfach weil es nicht so handlich ist. Da ich eigentlich alles auf meinem iPad mitschreibe, brauche ich keine anderen Notizen. Ich habe meistens also keinen Block dabei, weil ich den nicht brauche, außer wenn ich Test schreibe. Wenn ich weiß, dass ich Test schreibe, nehme ich immer einen Block mit, liniert sowie kariert, dass ich immer was dabei habe. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du von anderen Leuten immer Blätter schnorren musst. Weil das habe ich früher ziemlich oft gemacht. Jetzt habe ich daraus gelernt, dass ich meine Tests immer Blätter mitnehme, weil man öfter noch ein extra Mal braucht, wo man noch was draufschreiben kann. Es ist aber wahr, dass man auch trotz des iPads öfter mal Dinge handschriftlich unterschreiben muss oder ausfüllen muss. Teilweise gehen irgendwelche Blätter rum, in die du dich eintragen musst oder du musst eben Klausuren unterschreiben und so weiter. Deswegen habe ich auch noch eine Fehltasche dabei, beziehungsweise es ist nicht nur eine Fehltasche. Ihr werdet es sehen, ich habe da echt viel drin, weil ich wirklich alle kleinen Sachen, die ich mitnehme, einfach hier reinpacke, dass ich halt einfach das so drin habe und nicht tausend kleine Täschchen in meiner Tasche habe, was ich nicht so übersichtlich finden würde. Okay, vielleicht wäre es sogar übersichtlicher, aber ich komme mit dem System ganz gut klar. Als allererstes haben wir ein Deo, das benutze ich vor allem, wenn ich Sport habe. Wer sich eigentlich ausgedacht, dass man mitten am Tag Sport hat? Das ist wirklich, das passt mir eigentlich gar nicht rein. Und dann habe ich hier ganz viel Schreibwarenzeugs, Geodreieck, ich habe Kugelschreiber, ich habe sogar einen Kleber dabei, okay? Ich habe sogar einen Kleber dabei. Bleistifte, Feinliner, da sieht man mal, wie viel Angst ich vor dem Mathe vor Abi hatte. Ich habe einfach drei Geodreiecke mitgenommen, weil ich Angst hatte, dass eins zerbricht. Sogar eins ist wirklich zerbrochen. Das hier ist tatsächlich wirklich zerbrochen. Aber ich dachte mir so, ich muss drei mitnehmen, weil sicher ist sicher. Das habe ich aber wirklich nur zur Mathe vor Abi gemacht. Ich nehme es sonst nicht mit. Ich hatte wirklich Angst vor dem vor Abi. Ich denke, auch zum richtigen Abitur werde ich auch wieder so viel mitnehmen. Einfach nur just in case. Aber jetzt werde ich eins einpacken und die anderen zwei wieder weglegen. Dann ein paar Karteikarten. Weil Karteikarten bzw. Active Recall und sich abfragen sind eine meiner Lieblingslernmethoden, deswegen ich immer Karteikarten dabei habe. Auch wenn ich zum Beispiel Vorträge halte und was aufschreiben muss, ist immer sehr hilfreich. Dann eine Handcreme, Haargummi für Sport, Parabelschablone und natürlich Desinfektionsmittel. Das brauche ich wirklich. Wenn ich esse, muss ich mir immer davor meine Hände desinfizieren, ob ich auf Toilette war oder so. Das mache ich immer. Ich bin dann so ein kleiner Hygienefreak, aber gerade durch Corona habe ich gelernt, wie wichtig es ist, sich so hygienisch zu verhalten und seine Hände zu desinfizieren. Dann habe ich auch noch so ein Taschenlocher. Jetzt denke ich vielleicht so, okay, Lara, du hast ein Locher, dass du Blätter lochen kannst. Wofür brauchst du das? Und jetzt kommt auch schon gleich die Antwort. Denn ich habe ja, wie gesagt, keine Blöcke dabei oder schreibe eigentlich alles auch auf meinem iPad. Aber öfter mal kriegt man noch andere Sachen, die man einstecken muss. Dafür habe ich immer einen großen Ordner dabei. Da sind wirklich alle Unterlagen drin, die ich in der Schule bekomme. Und ich packe einfach alles immer hier rein. Wenn ich zu Hause bin, hefte ich das aus, hefte es hier zu Hause ein. Und habe auch im Notfall hier so Klarsichtfolien drin. Tatsächlich habe ich mir auch mal angeeignet, dass ich wirklich hier schon einige Blätter drin habe. Dass ich also, falls ich doch mal im Unterricht irgendwas mitschreiben muss, was handschriftlich ist, ich es dann doch noch machen kann. Finde ich wirklich einfach perfekt so. Weil gerade, wenn ihr auf dem iPad oder Laptop mitschreibt, nehmt euch trotzdem einfach so eine Mappe mit und packt euch da 2 Liter, 2 karierte Blätter rein, eine Klarsichtfolie und dann habt ihr eigentlich alles dabei. Das habe ich nie so schönes eingeordnet. Hier muss man auf dem Xylophon was spielen. In Musik habe ich hier die ganzen Noten. Ein Mikroskopbild für Bio habe ich eingeheftet, sehr interessant. Ah, mein Laufzettel für Fehlzeiten. Ja, Leute, die Streberin einfach in null Fehlzeiten. Nee, Spaß, ich habe schon Fehlzeiten, aber ich habe einfach den Zettel nie ausgefüllt.
und Messwerte für den Cooperlauf. Zusätzlich zu meinem iPad, wo ich ziemlich viel drauf mache, nehme ich teilweise auch noch meinen Laptop mit. Der ist in dieser Hülle hier drin, dieser grünen. Es passt gar nicht, wirklich passt gar nicht, wenn ich hier so rosa habe und hier grün. Aber egal, es juckt mich auch nicht. Weil ich eigentlich Notizen in nicht-naturwissenschaftlichen Fächern viel lieber so tippe als schreibe. Wenn ich Mathe oder Bio habe, dann mache ich das ja gerne mit dem Stift, weil ich finde, dass man so noch mehr Flexibilität hat. Aber wenn ich schnell mitschreiben muss in Fächern wie zum Beispiel Geschichte oder Politik, bevorzuge ich halt wirklich meinen Laptop, weil ich da schneller tippen kann. Und wenn ich lerne, mache ich das auch sehr oft auf meinem Laptop. Ich frage mich immer sehr gerne Dinge ab. Falls ihr ein regelmäßiger Zuschauer mehr seid, dann kennt ihr das ja schon, dass ich Active Recall wirklich immer preache. Active Recall ist so die Lernmethode. Und das geht vor allem ganz gut mit Karteikarten. Ich mache das eigentlich am liebsten mit Quizlet. Die App Quizlet gibt es auf meinem Handy, sie gibt es auf meinem iPad und auf meinem Laptop. Also ich kann Quizlet eigentlich von überall und mit jedem Gerät lernen, wenn ich das möchte. Und das möchte ich auch in den meisten Fällen, weil ich immer zwischendurch auch Vokabeln lerne und es perfekt finde, dass man die App immer dabei haben kann. Man kann sich mit der App Karteikarten erstellen. Ich benutze Karteikarten aber nicht nur, um Vokabeln zu lernen, sondern auch, um mir andere Dinge einzuprägen. Zum Beispiel war ich in dem ersten Semester in Bio noch super motiviert und habe mir wirklich für jedes Unterthema in Bio Karteikartensets erstellt, wo ich Fachbegriffe eingetragen habe und ihre jeweilige Definition dahinter gepackt habe. Das hat mir wirklich extrem viel geholfen. Ich konnte mich mündlich so gut beteiligen, weil ich immer direkt die Fachbegriffe wusste. Bei Quizlet kann man aber auch Bilder einfügen und kann sich das Wort, falls ein Fremdwort ist, auch direkt vorsprechen lassen. Wenn du mal zu faul bist, dir ein eigenes Set zu erstellen, hast du auf jeden Fall auch Glück bei Quizlet. Weil bei Quizlet gibt es schon tausende von Lernsets, die bereits andere Leute angefertigt haben und denen du einfach lernen kannst. Das heißt, wenn du ein Thema hast, wie zum Beispiel Proteinbiosynthese, dann gibst du das einfach ein oben bei Quizlet, dann findest du hunderte von Sets eigentlich. Meiner Erfahrung nach gibt es wirklich zu jedem Thema irgendwelche Sets und kannst dann direkt diese Vokabel-Lernsets benutzen und lernen. Bei Quizlet gibt es verschiedene Funktionen, zum Beispiel die ganz normale Lernfunktion, wo du erstmal alle Vokabeln oder alle Karteikarten erstmal siehst und sie dementsprechend erstmal lernst. Oder kannst du gleich einen Test machen, wo es verschiedene Formate gibt, wie Multiple Choice, wahr oder falsch, zuordnen oder auch schreiben. Und ich finde Schreiben eigentlich immer am besten, wenn man so die Vokabeln wirklich lernt. Und man muss im Test die Vokabeln ja meistens eh schreiben. Deswegen ist das eigentlich mein Tipp an euch, dass ihr die Vokabeln vor allem auch bei Quizlet einmal schreibt. Und was ich auch sehr gerne mag, ist, dass ich meine Sets immer meinen Klassenkameraden weiterschicke. Das heißt, ich erstelle meistens ein Set und schicke dann den Link einfach in unsere Gruppe, zum Beispiel in unserer Spanisch-Grundkurs-Chat. Ich will ja bodenständig bleiben, Leute, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich rette einfach wirklich immer den Kurs mit diesen Sets, weil alle darauf Zugriff haben und die ganzen Vokabeln kennen, die wir lernen müssen und dann alle damit immer lernen. Und es rettet, glaube ich, wirklich den Kurs einfach. Wie gesagt, habe ich die App auf all meinen Geräten. Bevorzugt nutze ich sie auf meinem Handy, weil ich mein Handy eigentlich immer dabei habe. Und wenn ich mal in der S-Bahn sitze oder in der Schule meine Pause habe, lol, dann gehe ich Vokabeln gerne mal durch vom Handy. Aber kann das Ganze auch auf anderen Geräten gut machen. Und wenn ich zu Hause bin, mache ich das sogar eher auf meinem iPad oder Laptop. Ich habe auch einen Rabattcode für euch. Den kriegt ihr, wenn ihr in der Infobox mal guckt und auf den Link klickt. Dann ist der direkt schon eingegeben. Der Code ist LaraQuizlet20 und ihr spart 20% auf ein Jahresabo, falls ihr Quizlet neu kauft. Verpasst das nicht, das ist wirklich eine gute Opportunity. Dann habe ich auch noch meinen Taschenrechner dabei. Den habe ich nur dabei, wenn ich Mathe habe eigentlich. Und ich habe Mathe nur dreimal die Woche. Das heißt, der ist nur dreimal in der Woche dabei. Nur vor allem. Schon zu viel Mathe, finde ich. Jetzt ist meine Tasche schon ziemlich leer. Ich habe aber noch dieses kleine Täschchen hier in der Seite. Was habe ich denn da drin? Da habe ich immer Dinge drin, auf die ich schnell zugreifen muss und die aber trotzdem wichtig sind. Oder wenn ich sie schnell mal wegpacken muss, dann mache ich sie aber schnell da rein. Ich habe da zum Beispiel Kräuterbonbons. Einen Textmarker. Da habe ich noch Süßigkeiten drin, die unser Lehrer uns mal gegeben hat. Quasi so zum Nikolaus. Und die habe ich einfach hier eingepackt, weil ich die schnell wegpacken musste. Und ich mache hier auch immer noch meine AirPods und mein Handy rein. Das heißt, ich habe sie dann immer sofort griffbereit und muss nicht meine Tasche irgendwo rumwühlen. Das war's auch schon mit dem Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was in meiner Tasche vielleicht noch fehlt, was ihr sonst noch drin habt. Und vergesst nicht bei Quizlet vorbeizugucken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss!